Willkommen zu unserem Workshop bzw. eher Gespräch, das ist zumindest unser Wunsch und hoffentlich auch eurer, zum Thema Kosmos Booking oder der Booking Kosmos. Wir sind Pamela, ich bin Pamela, das ist Petra. Petra stellt sich nachher auch nochmal gesondert vor. Uns beide verbindet zum einen, dass wir Teil der Clubkommission sind, der Berliner Clubkommission. Die Clubkommission ist ein Verein, der sich für die Interessen der Berliner Clubbetreiber einsetzt auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen, auf politischen Ebenen, auch bei Problemen unserer Mitglieder. Und wir versuchen sozusagen die Clubkultur im Augenblick zu erhalten und trotzdem noch weiter nach vorne zu bringen. Dann verbindet uns beide der Hintergrund der Musik logischerweise und des Programmmachens, allerdings auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ich bin seit 20 Jahren Clubbetreiberin in Berlin. Ich bin seit über 20 Jahren Clubbetreiberin. Ich war nämlich 23, als ich angefangen habe und habe zusammen mit meinem Freund damals einen kleinen Club in Prenzlauer Berg betrieben. Wir haben relativ viele unterschiedliche Musikstile gemacht. Was wir nicht gemacht haben, war House und Techno. Das hat sich bis heute auch so durchgesetzt. Wir haben nach 15 Jahren diesen Club verloren aufgrund von Gentrifizierung, herannahender Wohnbebauung und solchen Dingen und sind jetzt seit 2011 mit einer etwas größeren Venue in einem anderen Stadtteil in Berlin mit dem Gretchen auf dem sogenannten Dragoner-Areal. Das ist auch ein stadtentwicklungspolitisches Thema. Es war sehr schade, dass wir unseren Club verloren haben, weil wir da unser ganzes Herzblut reingesteckt haben und da auch irgendwie erwachsen geworden sind, auch mit unseren Gästen. Der Vorteil von dem Gretchen ist allerdings, dass es ein bisschen größer ist und eine deutlich größere Bühne hat, weshalb wir jetzt neben Clubabenden auch Konzertabende machen können. Was uns mit dem Gretchen so ein bisschen unterscheidet von vielen anderen Spielstätten in Berlin und Clubs, ist das unglaublich breite musikalische Programm, was wir machen. Also wir machen im Grunde eigentlich fast alles, nach wie vor allerdings so gut wie gar kein House und definitiv kein Techno. Dafür aber alles andere an elektronischen Musikstilen und bei den Konzerten von Jazz über Singer-Songwriter, über elektronische Live-Performances, Avantgarde, Hip-Hop, R&B, wirklich sehr, sehr breit. Und das Gros unseres Programms machen wir tatsächlich auch selber. Also das heißt, wir buchen unsere Künstler und unser Programm auch selber. Und wir sind quasi so eine Art Familienbetrieb schon immer gewesen und sind es nach wie vor. Also wir sind tatsächlich nur 3 Leute im Büro. Das eine ist Lars, das andere bin ich. Und dann haben wir noch unseren Stevie, der uns massiv unterstützt. Und das Programm macht tatsächlich eine Person ganz alleine mit allem drumherum, was dranhängt an dem Booking. Und wie wir das machen, erzähle ich vielleicht dann nachher noch ganz kurz. Und jetzt Petra. Ja, hallo. Pamela hat es schon gesagt. Mein Name ist Petra, arbeite bei der Clubkommission mittlerweile schon seit über 8 Jahren und leite da das Beratungsangebot für Clubbetreiberinnen und Veranstalterinnen. Das ist das eine. Und in meiner zweiten Position bin ich hier auch als Beraterin des Music Pool Berlin. Music Pool Berlin ist ein Projekt, das Musikerinnen und alles, was den Musikkontext ringsrum angeht, unterstützt. Wir machen Beratungen, Workshops, Community-Abende. Und ja, ich bin in die Branche gerutscht als Teenager schon, haben wir angefangen Konzerte zu veranstalten. Erst im örtlichen Jugendverein, dann hatten wir dafür kein Geld mehr, dann haben wir selber einen Verein gegründet, haben das gemacht und so bin ich dann ins Booking gerutscht und habe dann mit Anfang 20 mit einem damaligen Kollegen von mir eine Agentur gegründet und habe 10 Jahre Tourneebooking gemacht, bevor ich dann angefangen habe, bei der Clubkommission zu arbeiten. Ich hoffe, das ist für euch okay. Also wir haben uns das so vorgestellt, weil wie dieser Titel schon sagt, Kosmos Booking, das ist so ein unglaublich weites Feld und man kann das von so unglaublich vielen Seiten angehen. Und da wir nicht Lust haben, an euch vorbeizureden, würden wir lieber mit euch ins Gespräch kommen. Also das heißt, bitte fragt uns ganz viele Fragen. Mich würde erstmal überhaupt interessieren, wer ihr seid. Also seid ihr im Wesentlichen KünstlerInnen? Seid ihr im Wesentlichen VeranstalterInnen? Vielleicht können einfach die KünstlerInnen sind, mal kurz die Hand heben. Viele! Wow! Gibt es VeranstalterInnen? Okay. Gibt es professionelle BookerInnen? Okay, interessant. Wird noch, klingt gut.
Okay, also die meisten sind vermutlich daran interessiert, wie man ein Booking bekommt, um das jetzt mal so ganz platt zu sagen. Ist das richtig? So? Okay. Das ist jetzt genau das weiteste Feld. Also wir haben einen sehr unterschiedlichen Hintergrund. Ich habe mir das schon fast gedacht, aber das ist, es gibt so unglaublich viele Wege, die nach Rom führen, und das ist, es verändert sich alles natürlich auch mit der Digitalisierung. Es gibt heute viel, viel mehr Möglichkeiten, heißt aber auch viel, viel mehr Wege, heißt aber insbesondere auch viel, viel mehr Kontaktaufnahmen. Also es gibt, zum einen hat man irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, es gibt viel mehr KünstlerInnen, weil man sehr viel einfacher Musik produzieren kann, als das früher möglich war. Das merken wir auch. Das ist auf der einen Seite sehr gut, weil es viel mehr Output gibt. Das hat in manchen Teilen, gerade wenn man professionell veranstaltet, in einer professionellen Venue mit einem professionellen Soundsystem, leider auch oft den Nachteil, dass es qualitativ oft nicht so besonders gut produziert ist. Das hat jetzt nichts mit dem Thema Booking zu tun, aber ich gebe das gerne weiter, weil das ist tatsächlich für uns ein Problem, was wir oft haben, wenn wir NachwuchskünstlerInnen buchen. Dass man leider sehr, sehr oft feststellt, dass es, je größer und je besser die Anlage, wenn es schlechte Soundfiles sind, klingt es einfach scheiße, da kann man dann einfach nichts machen, und das kann man dann wiederum den Gästen im Grunde nicht zumuten. Also das ist nur so am Rande, für alle, die produzieren, achtet darauf, dass ihr gut produziert, und wenn ihr euch Soundfiles aus dem Internet runterladet, nehmt nicht die Billigversion, das klingt nämlich einfach kacke und das fällt auf euch zurück und auf den Club oder die Venue. Wie bei allem, würde ich sagen, ist es auch beim Booking leider so, dass es am besten ist, wenn man jemanden kennt, oder dass man jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Je professioneller der Club, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die Clubs mit Agenturen arbeiten und Künstler über Agenturen buchen. Aber viele sind trotzdem auch sehr, sehr offen für andere Sachen. Man muss aber sagen, dass wir als Spielstättenbetreiber, wir kriegen so unglaublich viele E-Mails, es ist oft gar nicht machbar, das zu lesen. Und jeder Künstler behauptet von sich, er ist der Beste und der Tollste. Und das ist bestimmt irgendwie auch so, aber das ist dann irgendwann auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Also tatsächlich, wir versuchen, in viele Dinge reinzuhören. Je interessanter die Mail, desto besser. Ich erzähle jetzt trotzdem mal, wie wir buchen, unabhängig von den Agenturen. Wir sind auf einem sehr hohen internationalen Level auch buchen, aber auch, wie gesagt, NachwuchskünstlerInnen, und das auch sehr gerne. Bei uns ist es so und auch schon immer so gewesen, dass Lars, der das Booking im Wesentlichen macht, ein unglaublicher Musiknerd ist. Angefangen hat er auch als DJ in kleinen Clubs auf Partys, hat dann aber gemerkt, dass ihm das irgendwie nicht reicht, dass er gerne mehr machen möchte. Und hat dann auch angefangen, in einem Kollektiv über einen Verein selber zu veranstalten. Und das ist, glaube ich, immer noch heute eine gute Version, wenn man selber versucht, was auf die Beine zu stellen, weil man dann auch so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln kann und weil man irgendwie den Fuß in die Tür kriegt zu Veranstaltungsräumen, zu anderen Künstlern. Das funktioniert heute immer noch ganz gut, dass sich Leute zusammenschließen und selber versuchen, eine Party auf die Beine zu stellen. Der Vorteil von jungen KünstlerInnen ist tatsächlich, dass sie noch viele Freunde haben, die voll Bock haben, das zu supporten und mitzugehen. Je bekannter der Künstler ist, dann kommen zwar die anderen, aber dann kommen nicht mehr so viel von den Freunden. Also das heißt, gerade wenn ihr am Anfang steht, habt ihr wahrscheinlich in eurer noch eine Community, die einfach auch mitzieht. Und dann könnt ihr sagen, ihr habt doch schon mal aufgelegt und ihr seid schon mal irgendwo aufgetreten. Das ist ein wirklich großer Vorteil. Wir sind sehr viel connected natürlich mit anderen KünstlerInnen, die uns viele Leute vorschlagen. Also auch das ist gerade für Nachwuchsleute immer noch ein guter Weg, wenn es auch so ein bisschen doof ist irgendwie. Aber ihr interessiert euch ja alle für Musik und ihr wollt ja auch andere Künstler kennenlernen und ihr wollt euch ja auch weiterentwickeln und ihr wollt ja auch Connections binden. Dass man sich einfach mit anderen Künstlern in den Austausch kommt, die dann vielleicht auch jemanden kennen und jemanden vorschlagen können. Bei uns passiert das relativ häufig. Also wir haben so unsere, insbesondere Residence, Berliner Residence unseres Vertrauens, die sehr oft auf uns zukommen und sagen, hey, da war jemand im Plattenladen, den haben sie kennengelernt, der produziert auch, der hat mir was gegeben, das klingt total super, wollen wir den nicht dazu buchen? Machen wir dann auch. Wichtig ist, dass man sich das auch anhören kann. Und viel wichtiger, glaube ich, als eine E-Mail zu schicken mit hier ist mein Mix, ist in unserem Fall, dass man die Leute von alleine auch finden kann. Also dass man
Solche Sachen wie Soundcloud sind für uns tatsächlich total wichtig. Also Lars verbringt unglaublich viel Zeit im Internet und hört sich einfach Sachen an und kommt da dann so von Pontius zu Pilatus. Man braucht wirklich unglaublich viel Passion und unglaublich viel Energie und man muss, so doof das klingt, tatsächlich so ein bisschen Klinken putzen. Aber das Internet bietet viele Möglichkeiten und vor die Tür gehen und Leute kennenlernen auf jeden Fall auch. Ich will ja keinen Monolog halten. Ja, das ist richtig. Also tatsächlich ist es halt so, ich rede jetzt mal aus der Agenturperspektive, weil ich ja da ursprünglich herkomme. Das ist der Unterschied zu Pamela, die jetzt aus der Clubperspektive spricht. Agentin, als Bookerin habe ich meine Arbeit immer so verstanden, dass ich sowohl Dienstleisterin für die Bands, Musiker und Musikerinnen bin, als natürlich auch für die Clubbetreiber und Clubbetreiberinnen und Veranstalter und Veranstalterinnen. Das heißt, dass meine Arbeit nicht nur darin besteht, oder bestand, einfach einen Gig zu buchen und eine Tour voll zu buchen, sondern tatsächlich auch qualitativ und professionell mit den Labels, Promoagenturen, Bands, Künstlerinnen und natürlich den Clubs zusammenzuarbeiten. Und dieses professionelle Auftreten erwartet man natürlich dann auch von den Bands, die sich dann bewerben bei den Agenturen. Viele von euch sind sicherlich auch mit dem Gedanken beschäftigt oder sind schon dabei, Booking-Agenturen zu suchen, und dann ist immer die große Frage, wie bekomme ich einen Booker, wie komme ich an eine Agentur ran? Und da ist es tatsächlich so, dass wir auch dann als Agenturbetreiber und Betreiberinnen im Büro sitzen, viele, viele E-Mails bekommen und dann steht immer drin, wir sind und wir möchten, und wie Pamela schon sagte, alle sind natürlich die Besten. Und da ist es natürlich dann tatsächlich so, dass man das überfliegt und schaut, was ist denn eigentlich erstmal interessant. Ganz wichtig dabei ist, natürlich geht es um Musik in erster Linie, aber wir sind alles visuelle Geschöpfe. Das heißt, ich sehe ja erstmal die E-Mail, und wie so eine E-Mail aufgebaut ist und welche Informationen ich daraus ziehen kann, ist schon sehr essentiell bei der Auswahl, sich überhaupt erstmal was anzuhören und dann halt zu schauen, passt es vielleicht bei uns mit auf den Roster oder eben nicht. Magnus ist hier so nett heute und holt mal das Mikrofon. Danke. Heißt das, du würdest da auch Fotos reinmachen zum Beispiel? Weil ich habe von Leuten gehört, die sehr viele E-Mails bekommen in der Richtung, dass es einfach, möglichst einfach, nicht zu viel Attachments und so weiter, oder wie meinst du jetzt das Optische, das habe ich nicht ganz verstanden, oder das Visuelle? Ja, also tatsächlich ist es halt so, dass man heutzutage, ich nenne es mal so schön, die Picture-Mails halt auch versenden kann über bestimmte Mailprogramme. Das heißt, dass man wie ein Press-Kit heutzutage auch schon eine E-Mail verfassen kann mit den wichtigsten Punkten, die dann erstmal überhaupt für einen Booker interessant sind. Das ist sowohl für die Agenturen als auch für die Booker in den Clubs, denke ich mal, das Gleiche. Erstmal geht es darum, Bandname, eine kurze Beschreibung, um was es eigentlich geht, ein Foto natürlich und dann vielleicht halt auch schon Links, wo dann man auch sieht, okay, das ist jetzt YouTube, das ist Soundcloud, wo ich dann halt gucken kann, und das dann halt auch nicht zu lang. Also ich finde, eine E-Mail, einfach nur schwarze Schrift auf weißem Grund und dann eine Liste von Links, die ich dann durchklicken muss, da habe ich gar nicht erstmal so diesen Anreiz, das zu tun, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe und ich weiß gar nicht, welchen Link ich jetzt zuerst anklicken sollte. Diese Vorauswahl sollte halt quasi dann halt von den Künstlerinnen dann schon selber getroffen werden, was da halt interessant ist. Und wenn ich das dann sehe, kann ich sofort für mich schon so ein bisschen auswählen, ist das überhaupt jetzt für mich interessant? Das fängt beim Bandnamen an, über die Fotos. Ich weiß nicht, Pamela, ob du mir da zustimmst. Mittlerweile ist es halt so, dass man schon anhand des Fotos erkennen kann, um welche Art von Musik es sich überhaupt handelt und wie professionell und wie ernst gemeint es eigentlich ist. Das würde ich gerne ergänzen, weil in unserem Fall, wir sind zwar sehr, sehr breit aufgestellt musikalisch, aber wir sind sehr oft tatsächlich irritiert, dass wir verhältnismäßig viele E-Mails bekommen, wo nicht im ersten Teil oder auf den ersten Blick zu erkennen ist,
was es eigentlich ist. Also ich meine, dass es irgendwie ein DJ ist oder eine Band, das kann man vielleicht anhand des Namens zum Beispiel oder auch vom Foto irgendwie erkennen. Wenn da so ein Foto ist mit 5 Leuten, dann okay, ist es wahrscheinlich möglicherweise ein Soundsystem, aber doch sehr wahrscheinlich eine Band. Aber wir haben tatsächlich das Problem, dass wir im Grunde erstmal noch recherchieren müssen, was ist denn das überhaupt für ein Genre? Und das ist bei der Masse an Mails, die wir alle bekommen, muss ich ehrlich zugeben, in der Regel ein Ausschlusskriterium, es sei denn, es ist ein hammergeiles Foto und man interessiert sich wirklich dafür. Aber das ist halt so, die wichtigsten Informationen irgendwie so im ersten Satz sind wahnsinnig hilfreich, wie bei vielen anderen Dingen eben auch. Und ich sage jetzt mal noch ein bisschen etwas Ketzerisches, insbesondere Frauen, also KünstlerInnen, tun sich einen sehr großen Gefallen damit, das irgendwie erkenntlich zu machen, dass es sich um eine Frau handelt, weil viele von uns wirklich sehr bemüht sind, mehr Frauen einzubinden, weil es immer noch, das wisst ihr auch alle, es ist immer noch ein Problem, es gibt nach wie vor sehr viel mehr Musiker als MusikerInnen, aber viele, viele von uns sind wirklich sensibilisiert für das Thema und möchten gerne mehr Frauen eine Plattform kriegen. Als erstes, wir kriegen nach wie vor extrem wenig Mails, so, also wie nennt man das bei Bewerbungen, ich glaube proaktiv, Initiativbewerbung oder so. Also wir kriegen unglaublich wenig E-Mails von Frauen, die DJ sind oder eine Band haben oder irgendwas. Es sind auch nach wie vor da deutlich sehr viele Männer. Meistens macht man uns den Vorwurf, dass wir irgendwie nicht genügend Frauen buchen. Wir würden wahnsinnig gerne, aber es ist irre aufwendig, weil wir wirklich sehr, sehr viel recherchieren müssen. Wir fragen konkret tatsächlich auch unsere Freunde und befreundete Agenturen nach weiblichen, also nach KünstlerInnen. Deswegen, das ist jetzt zwar irgendwie doof, aber Tatsache, wer eine Frau ist und gerne irgendwie gebucht werden möchte, hat relativ oft Chancen, wenn da auch Qualität hintersteht, wenn man es halt erkennt. Das heißt, da ist es halt wirklich echt super schade, wenn man nicht sofort erkennen kann, worum es geht, weil die meisten das wirklich gerne fördern würden und viel da rein investieren. Hast du eine Frage? Ja, hi. Ich bin Vi und ich habe 2 Fragen sogar zum Thema der E-Mail-Formulierung. Und zwar hatte ich bisher ganz oft die Erfahrung, dass zum einen anscheinend, vielleicht machen alles auch mal anders, aber gerne Vergleiche haben möchten, also zusätzlich zum Genre. Und da stellt sich mir natürlich oft die Frage, gut, mit wem kann ich mich vergleichen, mit wem will ich mich vergleichen und mit wem muss ich mich vergleichen, damit man irgendwie ein Bild kriegt, worum es sich handelt. Und meine andere Frage ist auch, ganz oft werden Live-Videos vorweg schon erfragt, natürlich, was Sinn ergibt, weil man möchte sehen, wie man aufgestellt ist, aber manchmal ist die Booking-Phase ja auch erst die erste und man hat noch keine Live-Videos. Könnt ihr das bestätigen? Also ich persönlich, ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen persönlichkeitsabhängig von dem Booker, aber solche Vergleiche, es geht ja, ich würde das positiver formulieren. Es geht nicht darum, dass du dich mit jemandem vergleichst und dann überlegst, mit wem muss ich mich messen. Also ich würde es gar nicht so auf so eine Competition-Ebene stellen. Aber es gibt ja vielleicht KünstlerInnen, die dich in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Das ist ja, das, ich glaube, dass bei Facebook gibt es auch so eine Funktion. Auf jeden Fall schreiben das auch tatsächlich ganz viele. Ich bin beeinflusst von. Und wenn du dann entsprechende Namen bringst, die man kennt, die halt einfach schon deutlich weiter sind, dann ist es ziemlich hilfreich. Ich kann von heute tatsächlich ein Beispiel geben. Wir haben eine Konzertanfrage bekommen von einem befreundeten Veranstalter, also etwas, was wir gar nicht selber machen, aber wir sind sehr picky mit unserem Programm. Das heißt, wir gucken auch immer sehr genau, was wollen die anderen denn bei uns machen und würden da nicht jedem sozusagen das gestatten. Und jetzt war das ein Hip-Hop-Künstler, und zwar ein deutscher Hip-Hop-Künstler. Und das ist, da gehen bei uns immer die Alarmglocken an, weil man da tatsächlich, also wir jedenfalls, einfach auch gucken möchten, was ist das denn für eine Art von Hip-Hop? Wir lieben Hip-Hop, wir finden Hip-Hop super. Ich persönlich mag auch gerne so kontroversen Hip-Hop, ich mag es auch gerne so ein bisschen härter. Aber es sollte am Ende politisch korrekt sein. Also wir buchen keinen Hip-Hop, der, wo es irgendwie in 50% des Liedes darum geht, irgendwie, dass man den Bullen einen reinhaut oder so. Oder dass Frauen Fotzen sind oder so. Also wir versuchen da irgendwie drauf zu achten. Das heißt, wenn wir so eine Anfrage kriegen, recherchieren wir. Und gehen ins Internet und da gab es tatsächlich einen Artikel,
guten Schnappschuss an den Gefallen. Werbung. Da habe ich einen Artikel gefunden, wo im ersten Satz drin stand, dass dieser Hip-Hop-Künstler von Kendrick Lamar beeinflusst war. Und da habe ich gedacht, super, kann man machen. Ich habe mir das dann zwar trotzdem noch angehört und ich habe trotzdem auch noch den Artikel überflogen, aber das war wahnsinnig hilfreich. Also deswegen ist es, ich würde mich nicht vergleichen mit, ich würde das eher darauf beziehen, beeinflusst von. Was war deine erste Frage? Da wollte ich auch was sagen. Das war meine erste Frage. Meine zweite Frage war bezüglich der Performance, also eines Live-Videos. Na, wenn du keins hast, kannst du keins ranhängen irgendwie. Aber dann macht es tatsächlich auch Sinn, also es macht keinen Sinn, so zu tun, als hätte man wahnsinnig viel Erfahrung und die hat man dann gar nicht. Das fällt jedem auf die Füße. Also wir sind selber zum Beispiel auch vor Ort. Also wenn wir jetzt jemanden buchen würden, wo wir glauben würden, der hat wahnsinnig viel Erfahrung und dann stellen wir fest, der hat eine Menge technische Probleme, ist vielleicht als DJ im Mixing nicht so gut und so. Das sind dann, wenn man glaubt, es ist ein erfahrener Künstler oder eine erfahrene Künstlerin, ist das super ärgerlich. Und den würde man nicht nochmal buchen. Wenn wir aber von vornherein wissen, es ist ein Nachwuchskünstler, dem wir zum ersten Mal eine Plattform bieten, ist das was völlig anderes. Dann verzeiht man auch viel mehr und so. Ich finde, man muss ehrlich sein. Wenn du kein Live-Video hast, kannst du keins ranhängen und dann schreibst du halt einfach, dass du eine wahnsinnige Passion hast für die Musik, dich lange damit beschäftigst, zu Hause ganz viel auflegst, bla bla bla, sowas in der Art. Also Ehrlichkeit ist unheimlich wichtig, weil man findet am Ende immer raus, wenn irgendwas nicht stimmt. Die KünstlerInnen, wer ist denn DJ und wer ist Band? DJ? Band? Ja, viele. Für Bands noch vielleicht der Hinweis, bei Bands gibt es ja öfter auch so Nachwuchswettbewerbe und solche Sachen und geförderte Sachen. Das ist tatsächlich super gut, insbesondere wenn man das im Rahmen von solchen Festivals wie hier oder anderen Festivals machen kann. Erstens sammelt man Erfahrung und das ist wirklich heute auch noch so, wie ich glaube in Amerika beim Sport, dass auf diesen Festivals unheimlich viele Agenten sind und unheimlich viele Booker und auch unheimlich viele musikinteressierte Clubbetreiber, die tatsächlich diese Festivals in der Regel dafür nutzen, sich Sachen anzugucken, die sie noch nicht kennen. Also der Fokus auf jungen Bands ist bei solchen Festivals wirklich hoch. Also auch wenn die dann irgendwie vielleicht um 15 Uhr spielen und nicht erst um 20 Uhr, aber da gibt es immer wirklich viele Leute, die sich das angucken. Und deswegen ist es immer, also für uns auch total gut, wenn Leute sich für solche Wettbewerbe bewerben oder auf Nachwuchsfestivals gehen, weil man da einfach gesehen wird. Ich glaube, das Mikro kommt. Hi. Wie ist es denn als Solokünstlerin, also nicht als Band, also da gibt es natürlich auch so Programme und so weiter. Und ich komme mir immer, wenn ich Mails schreibe, ein bisschen komisch vor, also nicht Name-Dropping, aber zum Beispiel schreiben, ja, ich war letztes Jahr beim Popkurs Hamburg oder also dieses, gerade solche Sachen, aber ist das... Musst du leider machen. Ah. Naja, das ist ja so ein bisschen, also ich finde das immer sehr witzig, letztendlich kann man ja stolz drauf sein, also auch mit den Vergleichen, ich bin beeinflusst von, man kann auch immer sagen, ich habe die Bühne schon geteilt als Support von und so weiter und so fort, dann hat man als Booker auch immer so ein bisschen ein Gefühl dafür, welche Art Musik ist das oder in welchen Clubs oder auf welchen Festivals bin ich schon gewesen, dann kann man das relativ gut einschätzen. Und ja, das ist wichtig und hilfreich und letztendlich ist es eine Bewerbung wie bei einem Jobbewerbungsgespräch, da sagt man ja auch nicht, ich halte jetzt mit meinen Qualifikationen hinter dem Berg, sondern da erzählt man ja auch alles, was man schon gemacht hat, was man drauf hat und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen. Also es ist keine Angst davor, sich halt darzustellen und zu sagen, wer man ist und was man kann. Ich finde es nur gut, wenn es auf einer sachlichen Ebene ist. Ne? Also das ist, wir kriegen durchaus auch Bewerbungen, die, wo wir uns das bewusst, obwohl das eigentlich alles richtig ist in den ersten drei Sätzen, man weiß genau, worum es geht und es gefällt einem vielleicht auch das Foto, aber wenn das dann so dermaßen übertrieben ist, ich bin der Geilste und der Coolste und habe die dicksten Eier, dann hat man tatsächlich oft nicht so Lust, sich das anzugucken. Deswegen ist, wenn du das sachlich machst, du musst es machen, weil wir wollen das ja auch wissen. Also das ist ja kein überbordendes Ego oder so, ne? Sondern man... Wenn man Reviews hat und so, die dann unten irgendwie ja, so als... Ja, klar. Das machen ja bekannte Künstler auch. Also wenn man sich mal so ein Presskit anguckt, es gibt übrigens bei vielen Booking-Agenturen
frei zugängliche Presskits auch, die man sich runterladen kann. Und da ist, es gibt auch schlechte Agenturen, da ist da nicht so viel drin, aber bei guten Agenturen hast du halt einen Pressetext über den Künstler, also so eine Art Bio und Fotos und so weiter. Und da gibt es sehr viele Künstler, die auch wirklich schon sehr bekannt sind, die halt ihre Bio da drin haben und unten drunter dann Zitate von aus irgendwelchen Zeitschriften oder sowas. Also es machen auch bekannte Künstler. Das ist auch immer, also für uns, wir sind immer sehr dankbar, wenn wir solche Sachen haben, weil wir diese Zitate dann gerne auch für unsere eigene Pressearbeit verwenden. Stimmt, ja. Okay, danke. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Mikro brauche. Ja, stimmt, jetzt bin ich schon hier. Aber ich nutze es trotzdem gerne. Also mich interessiert vor allem, ich mache schon lange für uns das Booking und natürlich, man schickt E-Mails raus und man bearbeitet die natürlich auch immer wieder. Aber letztlich weiß man ja nie, man weiß nur, da hat es geklappt, da hat es nicht geklappt. Und mich würde einfach, ich bin so auf der Suche nach der perfekten ersten E-Mail an einen Veranstalter, mit dem ich noch keinen Kontakt hatte. Ne? Mit denen, die ich schon kenne, ist ja easy. Also, ihr habt ja jetzt schon so ein paar Punkte gesagt. Also ein Foto ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und na klar, Links und so weiter und so fort. Genre schreibe ich immer schon in den Betreff rein, dass man schon mal auf den ersten Blick irgendwie sieht. No? Aber die Frage ist, sozusagen, was hookt euch? Was führt dazu, ich weiß, ihr kriegt 100 E-Mails am Tag und in 3 hört ihr rein, wenn ihr es schafft, ne? So ungefähr. Was sind so Sachen, die da drin stehen können oder auch in welcher Reihenfolge, was die E-Mail so macht, dass ihr da Bock drauf habt? Naja, die perfekte E-Mail wird es so nicht geben, weil, wie Pamela schon gesagt hat, ist das halt auch sehr persönlichkeitsabhängig von den Leuten, die dann halt die E-Mail bekommen. Aber tatsächlich geht es darum, diese Grundinfos auch einfach auf einen Blick zu erfassen. Da ist es halt wichtig, für einen Booker ist natürlich wichtig, wie viele sind das jetzt eigentlich? Ist es ein DJ oder ist es eine Band? Wie viele Leute kommen? Das muss ich ja auch alles mit einkalkulieren. Das wäre gut auf den ersten Blick zu erfassen. Natürlich das Genre, ganz, ganz wichtig. Wie ich schon gesagt habe, wo man dann halt auch schon vielleicht gespielt hat, mit welchen größeren Künstlern man vielleicht auch schon irgendwie die Bühnen geteilt hat. So ein Live-Video finde ich halt auch immer sehr interessant. Da ein Tipp von mir, es geht nicht nur darum, wie gut sind die Künstler auf der Bühne, also wenn ihr ein Live-Video machen lasst, dann solltet ihr auch darauf achten, dass das Publikum auch zu sehen ist, weil die Interaktion zwischen Künstlerinnen und dem Publikum ist halt auch das, was halt interessant ist. Als Clubbooker möchte man natürlich auch gute Qualität seinen Gästen bieten, auch gerade wenn es sich um neue Künstlerinnen handelt, die vielleicht noch nicht jeder kennt, sollte das Publikum einfach auch wissen, okay, im Club XY, da gehe ich gerne hin, auch wenn ich die Band nicht kenne, weiß ich, es handelt sich um Qualität. Und da kann so ein Live-Video schon helfen, vielleicht auch was Zusammengeschnittenes, wo man sieht, okay, das sind unterschiedliche Formate schon gewesen. Das macht dann schon auch Sinn und hilft bei der Bewertung. Auf jeden Fall. Wenn ich gerade noch mal nachfragen darf, sozusagen diese Basic-Infos, würdet ihr die am liebsten eingangs, wie in so einem erstmal 2-3 Stichpunkte und dann die Ansprache, oder wirkt das dann zu gewollt oder zu technisch und es ist nicht besser, man baut es in den Text ein? Wie habt ihr es lieber? Ich finde es natürlich subjektiv. Ja, das ist total subjektiv. So eine E-Mail kann mich nicht erinnern, dass wir solche E-Mails bekommen. Also die meisten verfolgen da den Standardweg irgendwie. Ehrlich gesagt, wenn wir eine deutsche E-Mail bekommen, wo drin steht, sehr geehrte irgendwas, das ist auch schon raus. Das ist klar. Raus ist aber auch, wenn da steht, hey Dude oder so. Ne? Also so eine freundliche Ansprache hilft auf jeden Fall. Aber das ist tatsächlich, also normalerweise steht da irgendwie eine Begrüßung und dann kommt irgendwas. Tatsächlich finde ich das eine ganz gute Variante. Es hebt sich nämlich dann im Augenblick, wenn es jetzt alle machen, nicht mehr, aber das würde sich tatsächlich ein bisschen abheben. Vergesst alles, was ihr jetzt gehört habt. Das würde sich tatsächlich schon so ein bisschen abheben. Und was ich habe gerade noch mal so ein bisschen überlegt, weil wir kriegen wirklich unglaublich viele E-Mails und wir haben eigentlich eine E-Mail-Adresse für die Booking-Anfragen, aber viele Leute glauben, es ist auch besser, wenn man das dann irgendwie erstmal an alle E-Mail-Adressen schickt.
Das ist nicht besser, insbesondere wenn derjenige, der die Booking-E-Mail-Adresse liest, nämlich auch die andere E-Mail-Adresse liest, die eigentlich für Vermietungsanfragen ist. Also das nervt tatsächlich so ein bisschen. Was manchmal tatsächlich hilft, wenn man davon ausgeht, dass man viele, viele Mails bekommt, wo halt wirklich was untergehen kann, wenn man vorher anruft oder nachher nochmal anruft. Das ist allerdings echt eine riesige Gratwanderung zwischen Aufmerksamkeit erregen und wahnsinnig auf die Nerven gehen. Ja. Also wenn jemand da irgendwie ein Talent für hat, zu telefonieren und sehr offen ist, dann kann das helfen, weil man sich einfach dran erinnert. So, dass man einfach nochmal nachhakt oder anruft und sagt, hey, wir sind eine junge Band, bla bla bla, wir würden uns gern bei euch bewerben, aber wir wissen, ihr kriegt viele E-Mails. Wir möchten da nicht untergehen, deswegen kündigen wir das vorher an. Das ist zwar sehr plakativ, aber es bleibt im Kopf. So, ne? Und dann achtet man eher noch auf diese Mail. Hat man schon Angst vor dem Telefonat und antwortet lieber gleich? Also ich finde das, wenn ich da noch ergänzen darf, letztendlich als Tourneebookerin ist das ja dasselbe, als würde man seine eigene Band buchen. Das ist ja das Klinkenputzen, was ja so unangenehm ist. Dieses Anrufen vorher kann wirklich Türen aufmachen. Einfach mal so meine Arbeit, wenn ich dann halt den Veranstalter auch noch nicht kannte oder den Club noch nicht kannte, dann habe ich mir erstmal angeschaut, okay, was laufen denn da für Konzerte? Übrigens auch sehr wichtig, dass man sich bei den richtigen Clubs und Agenturen bewirbt. Ja, dass man vorher schaut, passe ich da überhaupt genremäßig rein? Vorher schon mal gucken, welche Band hat denn gespielt? Ich rufe an und sage dann so, Mensch, bla bla. Und dann fange ich an, schon ein persönliches Gespräch aufzubauen. Ich habe gesehen, XY hat bei euch gespielt. Wie lief das denn? Die sind ja jetzt auch gerade auf Tour. Wir machen das und das. Ich würde gerne mal was schicken. Also, und man hat auch dann schon einen Namen. Bitte merkt euch, mit wem ihr gesprochen habt. Das ist dann wichtig. Dann kann man auch diese Person dann auch direkt persönlich anschreiben und man hat gleich eine persönliche Ebene und ist gleich raus aus diesem Pool von diesen Initialbewerbungen. Also man hat dann schon, ist schon einen Schritt weiter im besten Falle. Kann aber auch sein, dass es gerade sehr, sehr stressig ist im Büro und man erwischt die Leute total auf dem falschen Fuß. Bitte nicht davon beirren lassen, das sind alles keine Unmenschen, aber tatsächlich ist es manchmal sehr, sehr stressig. Und dann kann man es einfach nochmal probieren. Manche stehen lieber auf Anrufe, andere möchten es lieber per Mail. Das findet man dann aber relativ schnell raus, wie man da am besten in Kontakt tritt. Ich hätte direkt dazu eine Frage, weil du sagtest, wenn man hinterher anruft. Kann man ihn verstehen, weil das Mikro ist eigentlich hinter dir. Ich habe auch direkt zum Anruf eine Frage. Vielleicht ist es auch dieselbe. Ja. Genau, hi Sebastian. Hier, genau, man hört oft den Tipp, dass man möglichst penetrant sein soll, wieder und wieder anrufen soll, nerven. Und meine Empathiefähigkeit sagt mir, mich würde das unwahrscheinlich ankotzen, wenn ich auf der Clubbetreiberseite sitzen würde und immer wieder ruft jemand an. Also mal ehrlich, sagt ihr dann irgendwann ja, damit er die Fresse hält? Oder? Also es gibt bestimmt Leute, die gehen am liebsten den einfachen Weg und machen das so. Also ich zähle da ganz sicher nicht dazu. Ich würde dann auch, also wenn du tatsächlich immer mich am Telefon hättest, ich würde dann irgendwann auch sehr unfreundlich werden und dir vermutlich klipp und klar ins Gesicht sagen, dass es jetzt echt mal reicht. Also es ist wirklich, Petra hat es gerade auch schon gesagt, und ihr wisst es alle selber, die Leute so von, die Erwachsenen draußen, die glauben ja immer, das ist hier alles so lustig und wir machen alle Party und hängen auf Konzerten ab und so. Ihr wisst alle, das ist ein super hartes Business und gerade im Musikbereich, wir arbeiten alle mehr oder weniger Tag und Nacht. Man ist wirklich viel unterwegs und auch die Clubs oder auch die Agenturen, das ist ein wirklich hartes Business. Also bei den Agenturen geht es ja auch nicht nur darum, dass die irgendwie im Büro sitzen und so ein paar Künstler verbuchen. Also du hast mit jedem Gig, den du verbuchst als Agentur, Stress. Da ist immer irgendwas. Beispiel von heute, wir haben morgen ein Konzert mit Roy Ayers, einer von der Band, hat in Amerika heute seinen Flug verpasst. Das ist eine Katastrophe. Damit hat jetzt die Agentur zu tun, damit haben jetzt wir zu tun, damit wir diesen, das ist der Keyboarder, der ist essentiell wichtig, den kann man nicht einfach weglassen. Wie kriegen wir den rechtzeitig morgen Abend hierher? Weil die Flugverbindungen von Amerika über London irgendwie total behindert sind, wie wir heute festgestellt haben. Also das hat man drumherum auch noch. Also die kleinste Kleinigkeit eigentlich ist das Buchen des Künstlers oder der Künstlerin oder der Band.
wenn man das erstmal in Sack und Tüten hat, dann fängt die eigentliche Arbeit an. Dann muss man sich um die Flüge kümmern, um Hotel kümmern. Und wir hier in Berlin haben das Pech oder das Glück, wie auch immer. Hier ist halt wahnsinnig viel los. Hier sind unheimlich viele Kongresse. Das ist, selbst wenn man mit Hotels zusammenarbeitet, du kommst immer wieder an den Moment, wo du ein Zimmer buchen willst für 3, 4, 5 Leute. Und das Hotel dir sagt, tut mir leid, da ist irgend so ein Marathon, alles ausgebucht. So, dann hängst du da und klapperst das nächste Hotel ab. Dann musst du, je nachdem, wie du es verhandelt hast, entweder kümmert sich die Agentur um den Flug, aber oder um die Flüge oder um den Transport, um den Tourbus, was auch immer, dann hat die Agentur damit Stress. Wenn es nicht die Agentur ist, ist es der Veranstalter, dann wären wir das. Also man hat unglaublich viel zu tun, ununterbrochen. Und wenn dann dauernd noch so ein nörgeliger Künstler anruft, dann schreckt es, ich denke, ich vermute, bei den meisten, die viel beschäftigt sind, schreckt es eher ab. Das ist vielleicht anders bei kleineren Venues oder bei kleineren Booking-Agenturen, die, es gibt ja auch junge oder upcoming Booking-Agenturen, die auch noch auf der Suche sind nach Künstlern, das ist auch nochmal was anderes natürlich, aber bei Leuten, die schon sehr lange in dem Geschäft tätig sind, würde es eher abschrecken. Ich würde jetzt auch nicht, hätte auch gedacht, dass man nicht so oft anrufen soll. Ich habe eine kurze Frage, wenn du sagst, man schreibt erst die Mail und meldet sich dann, wie viel später? 2 Wochen, 1 Woche, 3? Muss ich auf meinen Bauch hören. Also 3 Wochen ist zu lang, auf jeden Fall. Ich finde es irgendwie charmanter, wenn man erst anruft und dann die Mail hinterher schickt, weil man die Mail dann, also wir kennen das ja alle, die ist erstmal als ungelesen markiert. Und wenn man erst anruft, sich ankündigt und hoffentlich ein gutes Gespräch hatte mit dem, der für einen zuständig ist, der würde diese Mail dann öffnen und nicht einfach nur, also mein Monitor ist so geteilt, dass ich, hier sind meine Mail-Eingänge und hier rechts ist dieses Textfeld. Das heißt, ich klicke ja die Mail gar nicht an, sondern ich gehe mit meinem Cursor über diese Mail drüber, dann öffnet sich das ja so ein bisschen und dann überfliegt man das und dann findet man das gut oder nicht so gut. Und alles, was außerhalb des Bildschirms liegt, also wenn man das tolle Foto oder das geile YouTube-Video, was man eingebettet hat in die Mail, wenn das unten drunter ist, sehe ich das übrigens gar nicht. Also ich sehe nur das, was auf der rechten Seite ist. Und das werden sehr, sehr viele Leute so machen, weil die Zeit einfach nicht da ist, dass man alles anklickt. Und deswegen, ich persönlich finde es schlauer, wenn man erst vorher anruft, vielleicht auch einfach, um sich zu vergewissern, hat man eigentlich den richtigen Kontakt, weil dann, also bei uns ist es halt so, wir haben eine Booking-E-Mail-Adresse, ich finde, es ist super erklärt auf der Webseite. Manchmal frage ich mich aber auch, ob ich das irgendwie zu doof formuliert habe, weil sehr viele Leute tatsächlich an andere E-Mail-Adressen schreiben. Also das ist so ein guter Einstieg auch, dass man sagt so, hey, ich würde euch gerne was schicken, ich war auf der Webseite, ist das die richtige Kontaktadresse oder gibt es da eine andere? Und dann bist du im Gespräch und das kannst du natürlich nur machen, bevor du die Mail, also ich würde vorher anrufen. Und dann, wenn man nochmal nachhakt, was auch schlau ist natürlich, und was man durchaus auch machen sollte, weil viele von uns einfach wahnsinnig viele E-Mails bekommen und manchmal sind Sachen dabei, die hätte man gerne gesehen, aber die hat man übersehen. Hat man einfach nicht mitbekommen. Dann ist Nachhaken ganz gut und das würde ich so nach 3 Tagen bis 1 Woche vielleicht, alles was später ist, ist dann einfach schon zu weit weg oder vielleicht sogar gelöscht. Aber dann telefonisch nachfragen oder nochmal die Mail schicken und original anhängen oder so? Was sagt dein Bauch? Mein Bauch würde sagen, anrufen und dann, wenn ich dich nett finde, würde ich vielleicht die Mail suchen und kurz gucken, um dir ein Feedback zu geben, ob es vielleicht auch einfach nicht passt oder so. Also was wir grundsätzlich machen, wenn uns Leute anrufen und völlig bestürzt sind, dass sie keine Antwort bekommen haben, wir entschuldigen uns jedes Mal. Ich habe auch schon überlegt, ob ich so einen Autoresponse mache, das finde ich aber auch doof, weil wir beantworten aus Zeitgründen tatsächlich nur die Mails, die uns interessieren. Und ich finde, ich ärgere mich da auch selber drüber, aber wenn wir jede E-Mail beantworten würden, müssten wir noch jemanden einstellen. Wenn ich jetzt noch jemanden einstelle, der kostet Geld, das habe ich dann nicht für mein Programm, dann kann ich eine Band nicht buchen. Also das ist ja so eine Verkettung von Umständen. Deswegen ist das halt eigentlich sehr unhöflich irgendwie. Und wie gesagt, uns ärgert das halt auch. Das heißt, niemand bekommt ein Feedback, außer, hey, wir finden euch cool, schickt mal noch mehr oder so. Das heißt, es kann sein, dass man Sachen übersieht und deswegen wäre eine Nachfrage per Mail beantworten wir auch eher nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich uncool, aber es ist halt so. Danke. Habe ich.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wie wichtig euch so die Darstellung auf Social Media ist. Also, weil ich bin da jetzt nicht, also ich habe schon Social Media, aber ich habe jetzt irgendwie keinen krassen Account. Und guckt ihr euch dann das an bei einem Künstler? Ist euch das wichtig? Das ist eine coole Frage, tatsächlich. Ich meine jetzt auch so, also nicht nur, wie der Account aufgebaut ist, wie viele Follower die Person hat, sondern auch ja dieses so Star-Appeal, dass man schon ein bisschen so artsy aussieht, dass man schon erkennt irgendwie, dass man Künstler ist. Ich denke, das ist wahrscheinlich von Band zu Band, also je nachdem, oder von Genre zu Genre möglicherweise unterschiedlich. Aber tatsächlich ist der Auftritt auf Social Media leider ein wichtiger. Und ich persönlich oder wir finden das eigentlich gar nicht so ganz gut, aber es ist leider so ein kleiner Teufelskreis. Also tatsächlich wird man insgesamt so ein bisschen dahin gedrängt, dass man sich tatsächlich anguckt, wie viele Follower haben die Leute. Also bei uns hier in Deutschland oder in Berlin ist Twitter ja noch nicht ganz so aktuell, Instagram, aber im Wesentlichen Facebook tatsächlich, ist wichtig, leider. Und das ist tatsächlich so, dass man in der Zwischenzeit anfängt, sich anzugucken, wie viele Follower oder wie viele Likes haben die Profile, obwohl das für uns völlig irrelevant ist und wir auch Künstler buchen, die das nicht so haben, auch große Künstler übrigens buchen, die nicht so viele Likes haben, weil einfach im Jazz beispielsweise ist es einfach nicht so gegeben. Also wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf das Genre drauf an, aber gerade was so im moderneren Musikbereich ist oder in so elektronischen Live-Performances, gucken wir uns das in der Zwischenzeit tatsächlich auch an, weil beispielsweise Journalisten sich das angucken. Und das, also Journalisten in Teilen das tatsächlich davon abhängig machen, ob sie über einen Künstler berichten oder nicht, ob er, wenn er Likes hat, viele Likes hat oder weniger Likes hat. Für uns ist aber, und ich denke für die meisten professionellen Musikvenues, die KünstlerInnen buchen der Musik wegen, und das machen ja eigentlich die meisten, geht es eher um musikalische Inhalte. Also für uns sind tatsächlich ist Soundcloud wahnsinnig wichtig und auch YouTube, also dass man Dinge hat, die man hört und die man sieht, wo es aber um die Musik geht. Klar, bei YouTube geht es auch um, was Petra schon gesagt hat, ist wichtig, wenn man das hat, um Interaktion, dass man sieht, das Publikum geht da drauf ein oder das Publikum wird mitgerissen, aber ob da jetzt so Modefotos oder so wahnsinnig viele gestellte Fotos drauf sind, das wäre für uns nicht relevant. Aber die Anzahl der Likes oder die Klicks spielen tatsächlich leider eine Rolle. Und wir haben tatsächlich auch das Problem, dass wenn wir denn dann KünstlerInnen gebucht haben, dann müssen wir ein Facebook-Event anlegen. Machen wir auch gerne, wir wollen das ja auch promoten. Aber es gibt einfach Musikstile, die funktionieren da nicht so richtig gut. Und wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich die Agenturen dann wiederum im Nacken, die dann gucken, wie viele Zusagen wir bei den Veranstaltungen haben, und wenn da keine hohen Zusagen sind, dann nerven die uns. Also dann treten die uns und sagen so, ihr promotet das nicht. Und wir sagen, hey, wir haben Plakate gemacht, Flyer verteilt und der Vorverkauf ist total in Ordnung. Ja, aber da sind jetzt nur 30 Zusagen. Also auch da müssen wir tatsächlich irgendwie Gas geben, und da ist es natürlich auch wichtig, dass man Content hat, den man bei Facebook auch promoten kann. Und Facebook ist ja quasi wie Fernsehen, also im Radio brauchst du kein Bild, da reicht dir Inhalt und Text, aber beim Fernsehen brauchst du Bilder und da auch Bewegtbilder, und auch das wissen wir alle, Facebook, eine funktionierende Facebook-Sache funktioniert mit guten Fotos, guten Videos oder guten kleinen Stories. Da als Anschlussfrage zu, bei Social Media, ich sträube mich so ein bisschen als Musiker, eine Plattform zu bedienen, wo es um Bilder geht, also Instagram zum Beispiel. Glaubt ihr, ist es besser, kein Instagram zu haben oder ein schlecht gefüttertes Instagram? Weil ich habe kein Instagram und höre immer wieder, ja, du brauchst Instagram, und ich will eigentlich nicht. Also grundsätzlich ist es so, dass es tatsächlich darauf ankommt, welches Genre bediene ich. Also ihr habt diese Plattform, nutzt ihr ja nicht nur für Auftritte, sondern in erster Linie natürlich auch, um an Fans zu generieren, Publikum zu generieren. Und dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wo hält sich mein Publikum auf? Ja, sind das die Leute, sind die überhaupt auf Instagram? Ja, was ist meine Zielgruppe? Wie alt sind die? Habe ich eine jüngere Zielgruppe, muss ich natürlich auch zusehen, dass ich halt diese ganzen Formate auch bediene.
habe ich eine ältere Zielgruppe und ich weiß, die meisten von denen haben mit Instagram gar nichts am Hut, dann muss ich mir auch nicht die Mühe machen. Und um deine Frage ganz konkret zu beantworten, also ein schlechter Account, lieber nicht, dann lieber weglassen, auch wenn man halt auch nicht Facebook-affin ist, das ist überhaupt erstmal gar nicht so schlimm. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Link mitzusenden und man geht dann da drauf und man sieht so, oh Gott, der letzte Eintrag ist irgendwie 3 Monate her und darauf hat auch gar keiner ein Feedback gegeben. Also das ist dann halt schon eher dann so ein Ausschlusskriterium, wo man sagt, so nee, dann hat der Künstler es nicht verstanden, weil Marketing gehört nun mal dazu, sich selber zu verkaufen gehört dazu, auch wenn man vielleicht irgendwann in den Genuss kommt, dass das Profis für einen erledigen, aber zuerst muss ich ja erstmal selber ran und dann würde ich einfach schauen, was liegt mir und das, was mir liegt, das bediene ich dann auch in dem Sinne und das macht mir dann auch Spaß und diese Links kann ich dann auch versenden mit gutem Gewissen. Und noch zweite Frage, weil ihr meintet jetzt mal Soundcloud und YouTube, glaubt ihr so Spotify und die ganzen Dinger funktionieren nicht so gut in Mails? Doch, habe ich vergessen, weil ich mag deine Frage total gerne und vor allen Dingen dieses, eigentlich mache ich ja Musik. Uns ging das, also wir sind ja Club so, aber uns ging das total genauso. Also wir haben, ich glaube, das hieß MySpace, damit haben wir dann angefangen, da haben wir dann immer unser Monatsprogramm hochgeladen und dann sind uns auch die Ideen ausgegangen. Und dann bei Facebook, dann habe ich das am Anfang so nebenbei irgendwie mitgemacht. Ich bin sehr computeraffin, ich mag so neue Sachen, aber ich habe auch den Sinn nicht so richtig verstanden. Und wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich 3 Leute bei uns im Club, die sich mit Social Media beschäftigen, also insbesondere mit Facebook und Instagram. Wir haben jetzt auch nur jemanden für Instagram und ich bin eigentlich total bei dir. Wir würden es eigentlich wahnsinnig gerne nicht machen, weil uns geht es total um die Musik. Aber Petra hat halt recht, die Zielgruppe und die auch gerade, wenn man jüngere Leute anspricht und wir wollen das auch, also wir wollen nicht nur NachwuchskünstlerInnen ansprechen, sondern also wir sind ja jetzt seit über 20 Jahren in diesem Business, aber und es gibt auch Clubbetreiber, die sagen, sie wollen keine jungen Leute im Club haben und machen deshalb erst ab 21 oder ab 25, aber wenn ich darüber nachdenke, ich war 14, als ich angefangen habe wegzugehen, also ich meine, wann sollen die Leute denn in die Gelegenheit kommen, gute Musik kennenzulernen, wenn sie nirgendwo reinkommen? Also deswegen sprechen wir bewusst die jungen Leute eben auch an und die treiben sich da halt rum. Ich habe noch eine Frage und zwar, also ihr schaut schon auch Likes an und bei YouTube zum Beispiel auch die Visualisation oder wie sagt man die Views, genau, Views heißen sie. Macht ihr einen Unterschied, also weil ja mittlerweile bekannt ist, dass eigentlich fast, ich weiß nicht, die Hälfte aller Leute irgendwelche gekauften Likes haben und gekaufte Views und macht ihr da einen Unterschied? Also schaut ihr auf Unterschiede? Also die Bands, mit denen wir uns beschäftigen und die wir buchen, da würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif sagen, 99,9% würden keine Likes oder Views kaufen oder so. Wir würden das auch nicht tun. Außerdem entwickelt man mit der Zeit natürlich auch irgendwie so einen gewissen Blick dafür. Also wenn du eine neue Band hast, die es irgendwie seit einem Jahr gibt oder so und ihr hattet 3 Gigs, dass ihr da nicht 1 Million Views für so ein Video habt, ist ja total klar. Also wenn der Zusammenhang passt, wenn man nicht irgendwie, also wenn man beispielsweise in sein Intro schreibt, hey, wir sind eine Band, wir haben schon da und da und da und da gespielt und dann hängst du so ein Live-Video an und es hat 3 Views, ist aber schon 2 Jahre alt, das wäre komisch. Das müsstest du erklären. Also das kann ja sein, dass du das, ich weiß gar nicht, ob man sowas auch geheim machen kann, irgendwie zum Zugang, wie auch immer. Also wenn das so alles nicht so in der Relation ist, dann ist es immer gut, wenn man das kurz erklärt oder so. Aber ansonsten ist es total normal, dass unbekannte Bands nicht so viele Views haben. Und das wissen wir natürlich auch. Es ist eher andersrum tatsächlich so, dass wenn ich bereite bei uns auch die Pressetexte auf und hänge da tatsächlich auch immer ein YouTube-Video an, weil Leute eben dann auch, und die gucken auch da rein, man kann das sehen, wer in dem Newsletter was wie angeklickt hat, oder wer weiß ich nicht, aber was auf jeden Fall. Die Journalisten tun das, also die klicken tatsächlich auf diese Videos und gucken sich das an.
Weshalb ich jetzt tatsächlich darauf achte, dass ich, wenn ich einen Künstler nehme, der aus dem internationalen Umfeld kommt, den es auch schon länger gibt, dass ich ein Video nehme mit einem Lied, was so ein bisschen bekannter ist, was vielleicht auch so ein Musikjournalist kennen könnte, der, wir haben halt viele Künstler aus so komischen Genres, die halt nicht so super bekannt sind. Und ich achte sehr wohl darauf, dass ich kein Video anhänge, was halt 5 Jahre alt ist und nur 100 Views hat. Weil das einen bei den Journalisten einen doofen Eindruck erweckt. Und oh, das gilt für euch umgekehrt, uns gegenüber natürlich auch. Gerade hier, kurze Frage. Wirkt so eine E-Mail-Anfrage beim Booking attraktiver, wenn das von dem Künstler persönlich kommt oder doch eher, wenn ein Booking-Mensch dazwischen geschaltet ist? Also ist das automatisch irgendwie mehr Aufmerksamkeit, wenn es von einer Booking-Agentur kommt? Die Frage bekomme ich wirklich oft gestellt und ich finde das irgendwie sehr interessant, weil letztendlich, nein, das macht natürlich überhaupt gar keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil, also wir alle wissen, dass nicht jeder irgendwie gleich eine Booking-Agentur haben kann. Sowas muss sich erarbeiten. Ein Booker muss ja auch davon leben können, den Act XY halt auch zu verbuchen. Und das geht natürlich erst ab einer gewissen Größe. Das heißt aber nicht, dass alle die noch nicht so weit sind, keine Auftrittsmöglichkeiten bekommen oder bekommen sollten. Ganz im Gegenteil. Ich finde es eher sehr charmant, wenn das die Künstler und Künstlerinnen selber tun, weil letztendlich erstmal auch diesen Schritt, dieses Klinkenputzen, das muss man machen. Das ist letztendlich das, was man dann später von den Menschen in dem Umfeld erwartet, die das dann für einen tun sollen. Und wenn ich selber das alles schon mal gemacht habe und weiß, wie schwierig das ist, dann hilft mir das dann später auch im Umgang mit anderen, mit Agenturen und Labels und so weiter und so fort. Also es ist überhaupt gar kein Muss, eine Agentur zu haben und das sollte auch den meisten, es sollte den Club-Locations und Live-Venues einfach auch egal sein. Ich glaube, hier vorne war eine Frage. Ja, was ich ein bisschen vermisse noch, ist, wie ist denn, was der Vorteil einer Booking-Agentur ist, gegenüber dem es allein zu machen, also im weitesten Sinne. Mich stört es zum Beispiel unglaublich dolle, Gagen zu verhandeln, persönlich, also ich selber zum Beispiel. Das war auch noch eine zweite Frage, wie das bei euch gehandhabt wird, wenn jetzt ihr einen Künstler bucht, was für einen Spielraum es da gibt, ob ihr da quasi, Künstler kostet einfach so viel und wenn das nicht passt, passt das nicht oder, und was es für Modelle gibt der Bezahlung, also so mit Deals und ja, wie ihr das handhabt. Okay, interessante Frage, schwierige Frage, weil da gibt es auch 1000 Möglichkeiten tatsächlich. Erste Frage, so im Sinne von, ist es für euch besser oder, also dich stört das mit dem Gagenverhandeln. Der Vorteil von einer Agentur, von einer Booking-Agentur ist in der Theorie, dass sie euch verbucht und euch die ganze Arbeit abnimmt. Der Nachteil einer Booking-Agentur kann aber sein, dass insbesondere je größer die Agentur ist, je mehr Künstler sie hat, gerade wenn ihr noch so am Anfang steht, dass die Agentur sich nicht besonders gut um euch kümmert. Agenturen verdienen in der Regel, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber im Schnitt kann man sagen, kriegt die Agentur 15% von der Gage. Das heißt, die Agentur hat natürlich viel mehr davon, wenn sie einen großen bekannten Künstler verbucht, der eine ordentliche fette Gage bekommt, als wenn sie eine Newcomer-Band verbucht, die das vielleicht irgendwie für, keine Ahnung, 300 Euro macht oder so. Deswegen ist es schwierig und deswegen ist es, sollte man sehr genau darauf achten, bei welcher Agentur man anklopft. Also eine große Booking-Agentur kann gerade für Newcomer-Künstler oft echt eine Menge Nachteile mit sich bringen. Und wir erleben auch immer wieder Künstler, die sehr unzufrieden sind mit ihrer Agentur, weil sie eben nicht verbucht werden, weil die zu viele Künstler auf dem Roster haben. Also da macht es Sinn, dass man sich eine kleine Agentur sucht, die zu einem passt, die noch engagiert ist, motiviert ist und nicht nur groß und nicht nur an die Kohle denken zum Beispiel. Weil man muss ja umgekehrt auch denken, also wir haben zum Beispiel Agenturen, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten, wo das funktioniert. Die wissen, was wir machen, wo unser Fokus drauf liegt. Die wissen, dass wir sehr hart arbeiten und dass wir jeden Euro, der übrig ist, ins Programm stecken. Das heißt, mit diesen, weil man ja eben über Gagen verhandelt mit der Agentur, arbeiten wir mit Agenturen zusammen, denen es auch nicht nur ums große Geld geht, sondern die halt wissen, okay,
der Künstler ist vielleicht ein gewisses Risiko, weiß man nicht genau, ob das funktioniert. Man geht mit der Gage auch mal ein bisschen runter, dafür hat der Künstler aber die Möglichkeit, da aufzulegen oder aufzutreten. Weil natürlich ist es einerseits gut, wenn ihr eine Booking-Agentur habt, die halt hohe Gagen verhandelt, damit ihr viel Geld verdient, aber es ist definitiv ein Fakt, ein Ausschlusskriterium. Gerade auch bei jüngeren Bands, man muss immer, Petra hat das vorhin, glaube ich, schon irgendwo angesprochen, es ist ja nicht nur die Gage, die wir als Veranstalter an euch bezahlen. Also jetzt in unserem Fall, wir haben eine eigene Venue, das heißt, wir haben eine Gesamtmiete und fahren eine Mischkalkulation. Ein Veranstalter, ein Konzertveranstalter, der euch buchen möchte oder ein Veranstalter, der eine Clubnacht macht, hat die Miete auf der Uhr von dem Club. Dann muss er die Seko bezahlen, aber das ist bei uns ja auch, also wir zahlen die Seko. Du hast die Techniker, du hast das Equipment, du musst dich um die Backline kümmern im Zweifel, du hast eine Übernachtung. Bei internationalen Künstlern hast du noch die Auslandssteuer, du hast die GEMA, die für euch vermutlich toll ist, für uns ein Albtraum als Veranstalter, weil in der Regel die Künstler, die wir buchen, kriegen das Geld leider gar nicht, das geht leider an andere. Also es ist ein riesen Kostenapparat und die Gage an sich ist oft tatsächlich das kleinere Übel. Und die anderen Sachen kann man halt einfach auch nicht verhindern, weil die prozentual von Dingen abhängig sind oder ein Hotel kostet halt einfach so und so viel oder die Reisekosten. Eigentlich bringt die Booking-Agentur der Venue oder dem Veranstalter auch den Vorteil, dass die Booking-Agentur sich eigentlich dann um alles kümmert. Dann leider sieht die Realität da ganz anders aus. Also es gibt wirklich da auch gute und schlechte Booking-Agenturen. Und es gibt Agenturen, mit denen wir schon ganz, ganz lange zusammenarbeiten. Und es gibt Agenturen, mit denen haben wir 2, 3 Sachen gemacht und mit denen arbeiten wir nicht mehr, weil die einfach sehr unprofessionell sind. Weil einfach überall sind die Anforderungen so hoch. Und jetzt sage ich noch was ganz furchtbar doll Ketzerisches. Die Professionalisierung unserer Szene, also die Professionalisierung unserer Veranstalterszene, bringt auch wirklich Nachteile mit sich. Also dass man, also früher, als es konnte, gab es ja keine Veranstaltungskaufleute, das war, den Beruf gab es gar nicht. Das heißt, alle Leute, die in diese Szene gerutscht sind, haben das gemacht, weil sie Passion hatten und weil sie Bock darauf hatten, das zu machen. Und das war Learning by Doing und du bist ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, aber beim nächsten Mal hast du es besser gemacht. Und was du vor allen Dingen gelernt hast, ist, in Zusammenhängen zu denken. Du weißt, du hast gelernt aus eigener Erfahrung, diesen Schritt mache ich vor diesem Schritt. Hier ist eine Priorität, hier ist nicht so die Priorität. Und am Ende ging es uns allen um die Musik. Jetzt arbeiten wir nicht, aber die Agenturen tatsächlich, oft mit Leuten, die eine Ausbildung gemacht haben, die gar nicht so den Kontakt haben. Also es gibt wirklich viele, die nicht so den Kontakt haben zu der Szene vorher, sondern die ihre Ausbildung gemacht haben und gelernt haben, auf dem Papier, wie man irgendwas kalkuliert, wie man Marketingpläne schreibt und. Und damit gehen sie in Agenturen und dann wird es sehr mechanisch. Und das fällt Tatsache in der Realität oft dann, wenn was schief geht oder wenn irgendwas nicht so richtig rund läuft, der Venue auf die Füße. Weil die Venue muss es am Ende reißen, weil wir sind dafür verantwortlich, dass es stattfindet. Und da gibt es halt auch so Sachen, wo man dann, also wir haben tatsächlich schon aufgehört, mit Agenturen zu arbeiten, weil die alle 4 Wochen andere Praktikanten hatte und auch mehrere Praktikanten, die uns Woche für Woche die gleichen E-Mails geschrieben haben. Immer andere Leute mit den gleichen Fragen, die wir alle schon beantwortet haben. Dafür haben wir dann irgendwann auch keine Zeit mehr. Also auch das nervt. Deswegen ist es, seid sehr sorgfältig bei der Auswahl eurer Agentur. Manchmal ist es, nicht jeder ist ein guter Manager. Logischerweise. Das heißt, wenn ihr nicht so richtig Lust habt, irgendwie, also wenn ihr Bock habt, auf die Bühne zu gehen, aber nicht Lust habt, zu verhandeln mit Promotern, mit Veranstaltern, mit Venues, dann macht ihr das wahrscheinlich am Ende auch nicht so richtig gut. Da macht es dann definitiv Sinn, dass ihr euch jemanden sucht, der das für euch übernimmt. Und da würde ich tatsächlich empfehlen, dass man da lieber jemanden sucht, der mit Begeisterung dabei ist und das Klinkenputzen für euch übernimmt und dass man dann im nächsten Schritt, wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, ist es von Vorteil, wenn man in einer größeren Agentur ist, die halt anders auch arbeitet, auch mit anderen Venues. Aber also ich empfehle wirklich, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. So wie wir damals angefangen haben mit unserem Club, würde ich als Band auch immer anfangen. Wie ist es mit Exklusivität, wenn man jetzt sagt, man macht das teilweise bei einer Booking-Agentur, man sagt, man möchte eine Tour machen zum Beispiel, ganz explizit von dann bis dann und möchte aber trotzdem selbstständig noch weiterhin Gigs spielen. Also ich komme auch aus der
Singer-Songwriter-Szene ist vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, jetzt habe ich die zweite Frage gewesen. Die kann ich aber beantworten, weil das ist etwas, was uns öfter auch trifft. Also wir arbeiten durchaus mit sehr großen Künstlern zusammen, die natürlich bei Agenturen sind. Und wir machen das schon sehr lange, wir haben aber viele Künstler aufgebaut, die jetzt halt wirklich in größeren Hallen spielen, die bei uns nicht, manchmal machen wir das dann auch woanders. Bonobo zum Beispiel ist so ein Künstler, ist auf Ninja Tune, wir arbeiten seit über 20 Jahren mit dem Label Ninja Tune zusammen, mögen die Musik, passt gut zu uns. Und wir haben Bonobo damals bei uns im Icon gemacht, angefangen vor, ich weiß nicht, 100 Leuten oder was. Und dann haben wir ihn irgendwann das letzte Mal in der Columbia-Halle gemacht, mit vor 3.500 Leuten, und jetzt ist es zu groß. So, können wir also nicht mehr machen. Dann ist es aber oft so, dass du einen persönlichen Kontakt hast zu dem Künstler, und der Künstler hat tatsächlich auch voll Bock, mal wieder in einer kleineren Venue zu spielen. Also das heißt, wir haben den persönlichen Kontakt, wir würden es wahnsinnig gerne machen, natürlich kriegt er dann auch ein anderes Geld, ist ja ganz klar. Und dann gibt es tatsächlich Agenturen, die das nicht zulassen, also je nachdem, wie man das unterschrieben hat. Und das ist einfach wahnsinnig schade, also für den Künstler und für den Veranstalter oder für die Venue. Also ich finde das für alle Beteiligten immer total gut, wenn man diese Möglichkeit hat, und das, wir nutzen das auch immer mal wieder. Also gerade weil man einfach persönlich bekannt ist dann mit Leuten. Und da geht es gar nicht darum, dass man als Promoter sich die Booking-Fee sparen möchte oder so. Sondern es geht einfach darum, dass wenn man, der Künstler ist spontan in der Stadt oder sowas. Also das gibt es auf jeden Fall, und ich persönlich finde das immer sehr gut. Ich kann ja dazu nochmal aus Agentursicht was sagen. Also ich persönlich fand es immer von Riesenvorteil, wenn die Künstlerinnen und Bands auch selber gebucht haben. Exklusivverträge gab es bei uns gar nicht. Bei uns gab es überhaupt gar keine Verträge mit den Künstlerinnen. Das haben wir nicht gemacht. Also eine Zusammenarbeit war halt auf gegenseitigem Vertrauen und halt auch Willen. Ich finde das ganz schlimm, wenn Agenturen dann gleich eine Exklusivität verlangen, gerade halt bei Künstlern, die sich halt noch aufbauen. Also ich selber weiß ja auch noch nicht, als Booker, wohin geht denn da die Reise? Wie weit kommen die denn? Und diese Möglichkeit einzuräumen, dass so eine Band sich halt auch entfalten kann, finde ich dann halt wesentlich wichtiger. Und deshalb mein Tipp an euch ist dann halt wirklich, wenn sich Agenturen für euch interessieren, dass man halt erstmal sagt, so, okay, wir gucken erstmal, wie läuft das an, kommen wir überhaupt miteinander zurecht? Das ist was, die Chemie muss ja auch stimmen, wenn man miteinander arbeiten möchte. Da können sowohl die Agenturen als auch die Künstlerinnen sehr, sehr viel falsch machen. Manchmal passt es eben auch einfach nicht, und dann muss die Möglichkeit auch da sein, dass man sich auch voneinander halt wieder trennen kann. Und es ist natürlich manchmal für die Agenturen ein bisschen schwierig, wenn die Künstlerinnen sich selber noch buchen und man dann mit dem Terminkalender durcheinander kommt. Das macht dann für viele Agenturen halt viel Arbeit, deswegen sagen viele dann vielleicht auch so, nee, mach da mal lieber nicht, wir machen das alles. Und dann, das ist dann wieder so eine Sache, wie man halt miteinander arbeitet. Das bedarf halt einer guten Absprache. Und ich würde dann sagen, wenn man dann eine Zeit lang gut zusammengearbeitet hat und man geht den nächsten Schritt und es wird immer größer in der Karriere, man hat immer mehr Auftritte, dass man da so nach und nach dann halt das an die Agentur abgibt. Aber natürlich die Veranstalter, die einem irgendwie damals gebucht haben, als noch 15 Leute zu den Konzerten kamen, also die sollte man ja dann nicht vergraulen, bloß weil man jetzt irgendwie Agentur zusammenarbeitet. Vielleicht nochmal aus Veranstalterin-Perspektive. Du hast vorhin über Journalisten und Pressetexte geredet. Wie habt ihr am Anfang, als ihr angefangen habt mit Veranstaltungen, die Presse zu euch bekommen? Habt ihr denen einfach Pressemitteilungen geschickt an die Redaktionen oder an so den Feuilleton in Berlin? Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen Klinkenputzen. Also wenn du sozusagen niemanden kennst und gar nichts, dann muss man sich tatsächlich die Mühe machen. Und das haben wir damals tatsächlich auch so gemacht. Und ehrlicherweise muss ich sagen, machen wir das heute auch in gewissen Abständen immer noch mal, dass wir wir gucken einfach, was gibt es denn? Es gibt verschiedene Stadtmagazine, die sich mit Musik beschäftigen. Dann gibt es die überregionalen Zeitungen, dann gibt es irgendwie, also auch deutschlandweite Musikzeitungen, die variieren natürlich alle. Dann gibt es den Tagesjournalismus, und dann auch immer wichtiger,
Blogs, Online-Foren, solche Sachen, die sich halt mit Musik beschäftigen und dann blättert man halt, also früher gab es das alles noch nicht, da gab es nur die Zeitung, dann blättert man halt und sucht das Impressum und guckt halt irgendwie, ob die dankenswerterweise das aufgelistet haben nach, was weiß ich, Sport, Musik und so und wenn nicht, dann ruft man da tatsächlich an und sagt, hey, wir würden euch gerne eine Pressemitteilung schicken zum Thema Musik, wie ist da der Kontakt, also das tatsächlich so völlig analog quasi. Und das machen wir tatsächlich in regelmäßigen Abständen immer mal wieder, dass wir halt, weil man, dann realisiert man ja auch irgendwie so, aus dem Verteiler sind Leute rausgefallen, man kriegt immer wieder so einen Mailer-Demon oder so, dann rufen wir tatsächlich an und sagen so, hey, irgendwas ist mit der E-Mail-Adresse nicht in Ordnung, ist das jetzt jemand anderes? Und dann versucht man über diese, also am Anfang hast du irgendwie musik@city.de oder so, und dann ist es tatsächlich auch schlau, dass man versucht, den persönlichen Kontakt zu dem jeweiligen Musikredakteur, der da in charge ist, irgendwie aufzubauen. Auch das ist Klinken putzen, anrufen, versuchen, das irgendwie herauszufinden, dass man eben nicht in so einem riesigen Pool landet, sondern das eben direkt an die Leute schickt. Dann ist es immer schlau, wenn man diese Leute einlädt zu den Konzerten, also Gästeliste anbietet. Und dann, wenn man, also wenn man die Zeit, ich bin nicht so gut in solchen Sachen, weil ich habe dann auch nicht so die Zeit, aber tatsächlich ist es, wir kennen ja jetzt auch alle, aber eigentlich ist es halt so, am Anfang wäre es gut, dass man versucht, diese Leute irgendwie auch dann zu erkennen oder abzugreifen, dass man mit denen, das ist genau das Gleiche wie die Band zur Agentur oder die Band in den Club, ist halt auch irgendwie die Presse in den Laden, also da musst du genau das Gleiche machen, gucken, dass du die Leute möglichst persönlich kennenlernst, ein Gespräch aufbaust und dass du dann halt irgendwie einen persönlichen E-Mail-Kontakt hast, wo du die Sachen dann hinschicken kannst. Und auch da gelten, was die Mail angeht, genau die gleichen Sachen. Für die meisten ist super wichtig, dass sie das Genre kennen und dass du halt irgendwie einen Liedsatz hast. Das ist nochmal anders als bei einer Band irgendwie. Da ist der Liedsatz, finde ich, noch viel, viel wichtiger bei der Presse, dass die Journalisten im ersten Satz erkennen, die klassischen journalistischen Fragen, wer, was, wann, wo, warum. Gutes Foto, super wichtig. Da ist das Foto noch wichtiger noch als das Video. Gutes Foto, gleich zu erkennen, printfähig, mindestens 300 dpi, mindestens so 10x15. Trotzdem die E-Mail nicht so groß, dass es das E-Mail-Programm auffällt. Und. Also am besten irgendwie die großen Fotos irgendwo hinter einem Link verpacken und ein 72 dpi Foto in die E-Mail integrieren, dass man das sieht, aber die E-Mail halt nicht so aufbläst, weil tatsächlich haben gerade bei der Presse wirklich viele Leute so einen beschränkten E-Mail-Account, was Größe angeht. Und wenn die dann viel Pressematerial bekommen, dann kann dir das passieren, du schickst die Mail und kriegst so einen Mailer-Demon irgendwie postfaches voll. Auch so fangen. Du hast gerade die Größe angesprochen von einem Artist, die wichtig ist für eine Booking-Agentur. Das ist jetzt total generalisiert gefragt, aber kannst du da irgendeine Threshold nennen, ab wann es wirklich Sinn macht, eine Booking-Agentur anzuschreiben? Ich meine, das ist sicherlich auch von der Größe der Agentur selbst abhängig, aber aus Erfahrung irgendwo? Ja, natürlich ist es von der Größe der Agentur abhängig. Aber wie Pamela das schon gesagt hat, das kann ich nur bestätigen, wenn man halt ein eher noch unbekannter Künstler ist, dann nützt einen die große Agentur herzlich wenig. Ich habe daran auch schon einige Bandprojekte scheitern sehen. Deswegen sollte das irgendwie ein bisschen passen. Es gibt da eigentlich keine Regelung, also ab wann. Also es kann auch sein, du hast noch gar keinen Auftritt, aber du kennst jemanden, der in einer Agentur arbeitet und sagt so, ey, ich weiß, mit dir kann ich gut arbeiten, lass das mal probieren, das kann genauso gut funktionieren. Auf der anderen Seite, ja, also ich würde mal sagen, solange ihr Spaß dran habt, es selber zu machen und auch dabei erfolgreich seid, macht das. Wenn ihr dann sagt, so, oh, es wird mir langsam zu viel, dann Hilfe dazu holen, aber erstmal noch nicht alles abgeben. Und dann erstmal warten, wie sich so eine Zusammenarbeit, wie so eine Zusammenarbeit halt klappt. Und die Größe des Künstlers ist da nicht relevant, sondern eher, ob Agentur und Künstler zusammenpassen. Ja. Kannst du deine Frage laut und kurz formulieren, weil wir haben das Signal bekommen, dass wir eigentlich
Schluss haben? Ah, mach mal noch schnell. Ja, es ist gar nicht so eine richtige Frage. Ich dachte nur gerade, weil mich diese ganzen Social-Media-Sachen auch so wahnsinnig nerven und so uninspiriert von mir behandelt werden, dachte ich gerade, vielleicht das ist eigentlich mehr so eine Idee an alle, die mit mir hier sitzen, ob man nicht irgendwie über diese ganze Plattform, die wir hier gerade haben, irgendwie so ein kollektives Liken auslöst, dass einfach jeder, der Bock hat, irgendwie einfach mal kollektiv die 250 Teilnehmer auf ihren Plattformen liked. Und also ich habe gerade echt ernsthaft überlegt, ob ich versuche, sowas zu initiieren, weil ich das so stupide finde, diese Likes zu sammeln und ich mich damit so fehl am Platz und so idiotisch fühle. Und jetzt dachte ich gerade, man muss sie sich ja nicht kaufen, aber vielleicht kann man so solidarisch im Paket irgendwie sich sagen, so komm, wir wollen doch alle ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wir können uns ja wenigstens schon mal kollektiv leiten. Ich finde das super, weil ich offensichtlich sind wir uns tatsächlich alle einig. Irgendwie wir am Ende finden wir es alle scheiße, weil wir wollen eigentlich alle Musik machen, auf der einen oder auf der anderen Seite. Und es ist wirklich super ärgerlich, dass es so ist. Es ist vor allen Dingen auch noch ärgerlicher, finde ich persönlich, dass im Wesentlichen die Leute auf Facebook oder auf Social Media kommentieren, wenn sie etwas scheiße finden und weniger Leute etwas kommentieren, was sie gut finden. Das ist halt noch ärgerlicher. Also man muss sich ja dann auch noch mit diesen unqualifizierten Kommentaren im besten Fall herumärgern. Also ich finde das super. Wir machen das, haben das auch gemacht. Also wir haben auch irgendwann, klar, man spricht sich dann an und sagt so, hey, like doch mal eben irgendwie die Seite oder das Video oder so. Das ist auch total legitim und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie was scheiße findet. Aber trotzdem sollte, wenn ihr jetzt wirklich viele Freunde habt und die alle mobilisiert, das macht alles nur Sinn, wenn Qualität dahinter steht. Und vielleicht so als Abschlusssatz von mir, was ich vorhin gesagt habe, mit der dass diese Professionalisierung der Szene aus meiner Sicht und auch aus Sicht vieler, vieler anderer nicht so gut ist. Also es gibt auch ein Beispiel, es gab ein Veranstalterkollektiv in Berlin, die sehr, sehr lange so Britpop-Konzerte gemacht haben. Aus Spaß an der Freude. Die wollten kein Geld damit verdienen, die wollten einfach rauskommen. Die haben kleine Britpop-Konzerte gemacht mit 100 bis 250 Leuten, zwei, dreimal im Jahr irgendwie was so ein bisschen größer war. Und am Ende des Jahres sind sie auf Null gelaufen. Die haben das aus Hobby gemacht, haben aber unglaublich vielen jungen Bands eine Plattform gebeten. Die haben Ende letzten Jahres aufgehört, weil sie einfach keinen Bock mehr hatten, weil sie keinen Bock mehr hatten auf die Scheiße mit den Agenturen, die hatten keinen Bock mehr, irgendwelche Marketingpläne zu machen. Die sind ja auch seit über 20 Jahren im Business, die wissen, wie es geht. Die kümmern sich super um die Künstler, die haben ein tolles Standing mit den Künstlern, super Verhältnis, aber die Agenturen, die dazwischen geschaltet sind, die dann Marketingpläne fordern, so und so viel Plakate, diese und diese Anzeigen. Wir müssen manchmal bei einem kleinen Konzert mit 150 Leuten auch auflisten, in welchen Magazinen wir welche Anzeigen geschaltet haben. Und manchmal ist das Budget für eine Anzeigenschaltung auch einfach nicht drin. So, also wir machen ganz viel über Mischkalkulationen, wir finanzieren ganz viel quer. Wenn ich für jede Band eine Anzeige schalte, muss ich 30, 40 Bands im Jahr weniger machen, weil dann das Budget einfach weg ist. Das ist echt so super ärgerlich. Bauchgefühl und Passion ist etwas, was wir in dieser Szene unbedingt alle brauchen. Deswegen, wenn so wie du vorhin gesagt hast, wenn dir so allein so, wenn du so ein bisschen empathisch in dich reinhorchst, 100 Anrufe am Tag irgendwie komisch vorkommen, dann hast du da bestimmt recht. Und das ist bei vielen anderen Dingen auch so. Also klar, man muss sich organisieren, man muss gucken, man muss strukturiert sein, aber wir dürfen alle auf keinen Fall unser Bauchgefühl verlieren, weil dann geht's gar nicht mehr. Das ist total wichtig.